Da sind wir wieder zurück bei dem Hexer Geralt von Riva. Ja, und ihr seht wahrscheinlich auch jetzt hier gerade, dass ich hier gerade mich neu skillen möchte. Wir haben ja jetzt in der letzten Episode ganz schön vieles herausgefunden, was auch zum Beispiel den Kairanern betrifft. Das große Monster, das hier Flotsam angegriffen hat. Und da skill ich mal etwas. Energieregeneration. Plus 25% mache ich auch mal gerne. Zack. Aufgewertet. Was gibt's hier noch? Schaltet Messerwerfen frei. Cool. Und hier Vitalität plus 10. Kann ich auch mal aufwerten. Zack. Was gibt's denn hier noch? Schaltet Fähigkeiten frei, Schläge aus allen Richtungen zu blocken. Ja, können wir auch mal machen. Es ist natürlich alles super wichtig hier. Schaltet Fähigkeiten frei, Pfeile umzulenken. Was steht hier? Energieregeneration. Plus 10% Regeneration natürlich. Tut mir leid für den blöden Aussprecher. Ach Mann, was ist das bitte? Aber das hier unten skill ich auf jeden Fall auch nochmal. So, jetzt haben wir eigentlich fast alle Talente ausgegeben. Bis auf den noch, komm. Den auch noch, super. So, und jetzt gehen wir mal kurz hier raus wieder, denn das ist jetzt im Endeffekt unser Skillsystem hier in dem Spiel. Der wurde deutlich einfacher gemacht als im ersten Teil. Und hier können wir natürlich auch während dieser Meditation eigentlich sogar unsere Zeit abwarten. Und das mache ich jetzt natürlich. Und wir machen das bis Abenddämmerung. Ja, komm, bis 21 Uhr. Was für eine Zeitänderung. Unglaublich. So, und jetzt sollen wir auch natürlich zu Loredo, dem Bürgermeister dieses Dorfes. Dieses armen Dorfes. Es ist ja hier eher ein Ghetto-Leben, kann man sagen. Er sagt, ich hab hier was für dich. Normalerweise müssen wir ja eigentlich Cedric finden, um einen bestimmten Trank zu brauen, aber das machen wir noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Geld hat er nicht. Was ist? Der Kommandant will mich sprechen. Waffe hier lassen und reingehen. Pass bloß gut auf sie auf. Sie ist sehr wertvoll. Warte, Wolf. Ich habe auch mit dem Kommandanten zu reden. Wird's heute noch was? Hör mal, du. Ich bin Offizier. Du ein gewöhnlicher Gemeiner. Wenn ich will, dass du... Brosch, komm schon. Nur die Armen weg. Mit der Truppe kann Loredo die Anlegestelle gegen keinen besoffenen Holzfäller halten. Von Jorvet gar nicht zu reden. Bisher ist es ihm gelungen. Die Balliste. Dieser Sack hat die Balliste. Weißt du, was für eine Waffe das ist? Mhm. Rahmen mit federnden Eisenplatten. Rosshaarsehne. Das Ding kann schwere Bolzen 1000 Schritt weit schleudern. Man kann sie 2x pro Minute abfeuern, aber nicht 2x dieselbe Stelle treffen. Wegen des Rückstoßes, habe ich gehört. Du kennst dich aus? Ich kannte jemanden, der Bescheid wusste. Wie dem auch sei, ich muss sie unschädlich machen. Sonst sind wir Loredo ausgeliefert. Die sind alle sturzbesoffen. Ich provoziere die Wache. Langsam, Roche. Nicht gleich die nächste Keilerei. Solange die Balliste ballern kann, segelt keiner ohne Loredos Erlaubnis den Ponta entlang. Ich kümmere mich drum. Du geh was trinken. Oh, Backe, was für ein Ghetto-Leben. Die Balliste, finde eine Möglichkeit, die Balliste zu deaktivieren. Eine Möglichkeit, vielleicht könnten wir... Ich versuche mal mein Glück und gehe mal zu den Besoffenen hier. Es geht doch nichts über Spaß am Feuer. Ich nehme Spaß am Feuer mit Schnaps. Mit Schnaps und jemandem zum Durchficken. Wie gut, dass der Kommandant für alles gesorgt hat. Stimmt. Du, Kleine, hierher. Der Onkel will dir ein Märchen erzählen. Hoffentlich kann der Onkel sich das auch leisten. Mein Ohr gibt's erst ab 10 Urens. Wer ist das denn, Margarita? Ja, ihr wisst ja, dass man hier auch bei diesen Prostituierten, ich glaube, das sind Prostituierte vor allem. Es geht doch nichts über Spaß am Feuer. Die kann man schön die ganze Zeit feitschen. Ich nehme Spaß am Feuer mit Schnaps. Was willst denn du, Scheusal? Einen Kameraden überraschen? Das könnten wir sogar sagen. Ich würde gern einen Kameraden überraschen. Dieses Häuflein Elend an der Balliste da. Letztens wollte doch so ein Holzkopf, dass ich im Verse zitiere. Ich mag solche Extravaginanzen nicht. Ich dachte an was Traditionelleres. Und das wäre? Deine Spezialität. Ja, ich glaube schon, dass das eine Nutte ist. Deine Spezialität.
In Ordnung. Ich habe einen festen Honorarsatz. Aber nicht bei der Balliste. Wenn du mir so blöd kommst, zahlst du auch mehr. Wie? Extra Wünsche, extra Mücken. So läuft's. Meinetwegen. Na gut. Ich zahle mal, ne? Muss ich ja machen, weil wir müssen ja etwas mit der Balliste jetzt deaktivieren, laut Venon Roche. Wie viel geben wir denn? Komm, gehen wir mal 50. Ich hoffe, es klappt. Wobei das schon zu viel ist, ne? Machen wir mal 30. Ficken, Bumsen, Blasen, Anfassen, 30. Komm schon. Dafür packe ich nicht mal die Möpse aus. Ach du Scheiße. Okay. Ich muss 75 geben. Oder 50. Shit, das ist jetzt nicht gut. Wir müssen einen guten Wert finden. 50 wäre auch gut, oder nicht? Schön. Werde ich mal sehen, was ich für den Guten tun kann. Mit Schnaps und jemandem zum Durchficken. Wie gut, dass der Kommandant für alles gesorgt hat. Stimmt. Du, Kleine, hierher. Der Onkel will dir ein Märchen erzählen. Hoffentlich kann der Onkel sich das leisten. Trauer, Klos, mein Ohr soll ich dich ein bisschen aufmuntern? Bin im Dienst. Tja, deine Kameraden amüsieren sich prächtig. Soll's dir schlechter gehen? Nee, gehen dir. Wie geil ist das denn bitte? Oh, Backe. Ja, gut. Okay, sieht so aus, als würde sie ihm eine lutschen. Sieht so voll danach aus. Okay, jetzt schnell durchsuchen, Teil des Mechanismus der Balliste eben nehmen. Okay, das war das genau, was ich machen wollte. Begleite Venon Roche. Wo ist der denn? So habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Siehst du wohl. Kennt ihr das? Ein kleiner Elf zog in die Villen. Ein Zwerg hat ihm ein Bein gestellt. Du Scheißer, sprach der Elf so dann. Jetzt kriege ich deine Mutter dran. Juchai, das wird ein Spaß. Habt ihr genug gesungen? Jetzt wird's Zeit für ein anderes Vergnügen. Alter, was für eine Gesellschaft. Die Anderlinge hier. Keine Zwerge zwar, weil Anderlinge sind ja eher die Skoyatel, beziehungsweise Elfen und Zwerge und eben die im Ghetto leben. Die sind ja jetzt hier nicht. Das sind aber eher diese Wachen, die... Ja, man kann schon sagen, sich durchbumsen. Angeblich haben Hexer ja keinen Ficktrieb. Schon gewusst? Und jetzt gehen wir zu Loredo. Der mit uns reden möchte. Und Venon Roche, der Agent, ist auch da. Loredo ist mit dieser Hexe Sheila zugange. Komm später wieder. Geralt, komm runter. Wir müssen reden. Was du siehst, alles da, wo es hingehört. Na schade. Ich mal ein bisschen genauer. Mal sehen, was Roche zu sagen hat. Hier kannst du zugucken, aber nicht mehr. Ja? Warten wir, bis die gnädige Frau mit dem gnädigen Armleuchter fertig ist? Wäre doch schade um die Zeit. Offenbar haben sich sämtliche Wachen Flotsams hier versammelt. Gucken wir uns lieber um so lange. Ist dir der Schütze hinterm Haus aufgefallen? Ich lenke ihn ab. Versuch du es zur Rückseite der Residenz zu schaffen. Wollen doch mal sehen, was die so bewachen. Verzeiht, ihr Herren, zufällig habe ich euer Gespräch mitbekommen. Worum geht's? Eigentlich habe ich ein Anliegen an den Hexer. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen. Ja, da sind wir mal gespannt. Wir können natürlich jetzt einen Einfluss auf die Handlung nehmen. Ihr kennt das sicherlich. Einen Vorschlag? Erzähl. Vermutlich bist du nicht zu deinem Vergnügen hier. Da vermutest du richtig. Hast du schon vom Ungeheuer im Fluss gehört? Ja, ich glaube am Anfang, oder? Den hatten wir ja am Anfang, glaube ich, gesehen. In einer Art Intro. Mir ist da was zu Ohren gekommen. Früher oder später wirst du gewiss den Auftrag bekommen, es zu töten. Man darf weiterhin annehmen, dass... Genug Annahmen und Mutmaßungen. Spuck aus, worum es dir geht. Unser braver Hausherr besitzt einen Teil der Falle, die man speziell für diese Bestie vorbereitet hat. Bin ganz Ohr. Hinterm Haus hortet Loredo allerlei Schätze, die er Kaufleuten und Reisenden abgeknüpft hat. Leider ist es sehr viel Kram. Sicher weißt du, wo genau ich suchen muss? Ja. Die Soldaten des Kommandanten haben die Kiste mit dem Gerät in den Garten geschleppt und auf einer Plattform direkt an der Mauer zum Handwerkerviertel abgestellt. Warum erzählst du mir das? Weil wir das Untier loswerden müssen, so schnell es geht. Viel Erfolg!
Gut, ich kümmere mich um die Wache. Du schleichst dich vorbei. Mhm. Heiliger Bimbam, such hinter dem Anwesen nach dem Teil der Falle. Welche Falle das auch sein mag. Soldat, zu mir. Gut, wir stehen am besten mal hier, oder? So habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Ist ein bisschen auffällig, aber ich muss es tun. Kennt ihr das? Was gibt's? Schnauze, ich bring dir schon noch Respekt vor höheren Dienstgraden bei. Es sei denn, du strebst einen Lebensabend auf der Galeere an. Oh nein, Herr. Verzeiht. Oh shit. Jetzt heißt es sneaky bleiben. Sneaky sein vor allem. Das kann der Geralt ehrlich gesagt nicht so gut, das wissen wir ja. Oh, shit. Kann ich den jetzt nicht umbringen? Ach nein, ich muss hier oben lang, glaube ich. Was war das? Dieben hackt man hier die Hand ab. Die Latrine ist aber wirklich gut versteckt. Dein Glück, dass der Kommandant dich sprechen will. Gehen wir. Oh mein Gott. Man hat den Hexer im Garten gefasst, Kommandant. Her mit ihm und lass uns allein. Zu Befehl. Wir haben gerade ein gewisses Problem erörtert. Du kommst auch in Geschäften? Der Kommandant will mich sprechen. Dann lasse ich euch allein. Auf Wiedersehen. Na endlich. Sie wollten mich nicht vorlassen, solange die Zauberin hier war. Hast du sie gesehen? Angemalt wie eine Marketenderin beim Vormarsch. Zauberinnen meinen, sie könnten sich alles leisten. Ich habe gehört, was in Temerien geschehen ist. Du wirst steckbrieflich gesucht. Hässliche Sache. Aber vielleicht werden wir uns einig. Ich vertrete hier das Gesetz. Ich muss wissen, was der legendäre Weiße Wolf am Arsch der Welt sucht. Das ist natürlich eine gute Sache, aber sollen wir ihm wirklich die Wahrheit sagen? Wenn ich sage, das ist meine Sache, dass er nicht davon was hören sollte, aber eher ist es auch wichtig, dass er auch davon weiß, dass wir nicht der wahre Königsmörder sind und wir ihn eigentlich sogar jagen wollen. Der Unbekannte. Ich suche den, der schuld ist an Foltests Tod. Was? Ihr? Die Skoyatell hatten ihre Finger im Spiel und ihre Spur führt nach Flotsam. Ein Glück, dass du auf Bernhard Loredo gestoßen bist. Wenn Jorvet wirklich das Blut des Königs an den Händen hat, helfe ich dir, ihn zu erwischen. Naja, wir müssen auch zugeben, wir wollen ja eigentlich nicht Jorvet, auch wenn Jorvet der Anführer der Skoyatell ist, also sprich der ganzen Ghetto-Bande. Und er natürlich auch dem Assassinen geholfen hat. Ja, wir müssen jetzt sagen, warum misstraust du Roche? Ja, müssen wir auf jeden Fall sagen. Oder? Ich will nicht Jorvet. Ja, wir wollen auch nicht Jorvet eigentlich. Es sei denn, er stellt sich uns in den Weg. Mich interessiert allein der Königsmörder. Ein riesiger Kerl, kaum mit jemandem zu verwechseln. Hat er? Ja, er hat Foltest getötet. Und nun verkriecht er sich in diesen Wäldern. Da sollten wir ihn doch zu fassen kriegen. Du bist doch hoffentlich auf unserer Seite. Welche Seite ist das? Die der Menschen von Flotsam, die seit Jahren von Elfenbanden terrorisiert werden. Ja, das glaube ich. Für Banditen gibt es kein Erbarmen, selbstverständlich nicht. Und das sind meistens die Skoyatell, aber auch die Menschen. Hier in der Masse, in der wir leben. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Die Begegnung mit Jorvet war beinahe tödlich für uns. Diese verfluchten Eichhörnchen wagen sich immer weiter vor. Und die Anderlinge von Flotsam? Das ist natürlich auch eine Frage. Weil hier gibt's ja auch ein paar Spione unter uns. Und die Anderlinge der Faktorei? Schmiede, Händler, Jäger? Sie jagen, essen und schlafen unter den Menschen. Auf welcher Seite stehen sie? Ich weiß es nicht. Da liegt ja der Hund begraben. Wer ums Fortbestehen kämpft, muss sich seine Verbündeten sicher sein. Die Anderlinge in Flotsam. Sicher, sie essen, ficken und scheißen mitten unter uns. Aber was, wenn Jorvet sie zum letzten Kampf aufruft? Ah, Mist, jetzt müssen wir uns natürlich entscheiden. Und ich finde, das ist natürlich eine schwere Entscheidung hier gerade. Sie haben sich für Flotsam entschieden. Oder behandle sie anständig, dann sind sie loyal. Ja klar, ist ja natürlich ein bisschen positives Denken hier. Der Geralt ist ja auch eher der Optimist anstatt der Pessimist. Der große Maskulin unter uns. Ich sehe so einiges. Es ist erstaunlich, dass sie euch noch nicht verraten haben. Wie? Die Wachen behandeln sie wie Unrat. Ich kann mir nicht erklären, was sie hier noch hält. Ganz einfach, Geralt.
Das tut der Hunger, den sie im Wald hätten. Aber diese Akte der Insubordination müssen wirklich sanktioniert werden. Der Soldat ist ein einfacher Mann. Sieht er seinen Kameraden an einem Schuss des Coyatel krepieren, fällt es ihm schwer, den Elfen freundlich anzuschauen, der seiner Frau gute Tücher verkauft. Du bist ein Hexer. Du beschützt einfache Leute vor Ungeheuern. Und ich beschütze sie vor der Gefahr, die sich unter den Bäumen verbirgt. Ich verstehe, es geht wohl um Jorvid. Oder ich kann auch natürlich sagen, er wäre ein dreckiger Rassist, aber ich glaube das eigentlich nicht. Dass der Typ hier ein Rassist ist? Verdammt. Mir ist klar, was du meinst. Jorvid ist ein Ungeheuer, das Reisigsammler verschlingt. Nur schlimmer, weil er klüger und grausamer ist. Wie können wir ihn erwischen? Du sollst ihn nicht töten. Ein ganzes Kommando ist selbst für dich zu viel. Ich hätte da eine Idee. Aber davon später. Die Eichhörnchen brüten was aus, rücken immer weiter zur Anlegestelle vor. Offenbar wollen sie die Barke im Hafen attackieren. Was für eine Barke? Was hat es mit der Barke auf sich? Sie soll Banditen, Mörder und Vergewaltiger ins Gefängnis von Drakenborg bringen, sobald... Sobald sie um ihren berüchtigten Anführer ergänzt sind. Mit der Kirsche auf der Torte, der großartigsten Trophäe des Bernard Loredo. Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Mit einem Jorvid in Freiheit können Menschen, Elfen und Zwerge nicht miteinander leben. Ich muss die Pläne dieser Eichhörnchen erfahren. Wie sollte ich die kennen? Unterschätz mich nicht, Hexer. Ich habe meine Vorurteile, aber die machen mich nicht völlig blind. Nehmen wir deinen Freund Soltan. Er hatte Kontakt mit Jorvid. Soltan soll mir helfen. Er darf doch die Stadt nicht verlassen. Vertrauen, Geralt. Muss man schrittweise aufbauen. Wir haben da ein Problem, bei dem du uns helfen könntest. Eine Bestie, der Kairam genannt, blockiert unseren Hafen. Die Stadt erleidet Verluste. Töte das Monster und die Verbrechen deiner Freunde sind vergessen. Dann kann dich Soltan zu Jorvid führen. Also müssen wir die Freiheit kaufen. Na, damit bin ich eigentlich einverstanden, denn den hatten wir so oder so vor, eigentlich umzubringen. Mal sehen, was ich herausfinde. Mögest du Flotsam den Frieden bringen, auch wenn du Stürme entfesselst, wo immer du erscheinst. Lass das Städtchen nicht im Stich, Geralt. Leb wohl! Oh, Backe. Verlasse Loredos Residenz. Na, geile Hütte, muss ich sagen. Der will's wirklich wissen, unser Freund Loredo. Und ich dachte, er wäre jetzt eher so ein richtiger Rassist. Aber das hat er jetzt gar nicht wirklich gezeigt. So, können wir jetzt noch hier ein bisschen untersuchen? Machen wir mal. Gut, dass ich hier nicht zum Klauen bezichtigt werde. Zum Glück natürlich. Davon können wir nur von Glück reden. Und scheinbar ist das dem auch egal, dass ich hier einfach irgendwas mitnehme. Ah, das gefällt mir. Hier brauche ich noch einen Schlüssel. Ah, manche Behältnisse sind verschlossen. Du benötigst einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Selbstverständlich. Und jetzt raus. Wo ist Venon Roche? So hab ich mich schon lange nicht mehr amüsiert. Wohl. Kennt ihr das? Ein kleiner Elf zog in die Willen. Ein Zwerg hat ihm ein Bein gestellt. Du Scheißer, sprach der Elf so dann. Jetzt krieg ich deine Mutter dran. Juchai, das wird ein Spaß. Dieser Drecksack hat mich nicht reingelassen. Ja, das war auch ein bisschen unglücklich. Kann ich irgendwie auch verstehen bei den ganzen Hallodries hier. Wir sehen uns später. Denk an die Waffe. Ein unmoralisches Angebot. So, selbstverständlich müssen wir jetzt erstmal unsere Waffen nehmen. Das ist ja klar wie Kloßbrühe. Oh, Backe, wo sind denn gleich unsere Waffen? Na, ich glaube, die Wachmänner haben die noch, ne? Ach nee, hier drin. Ich verstehe. Dankeschön. Dann natürlich erstmal ausrüsten hier. Einmal unser Langschwert und unser Silberschwert. Ihr wisst ja, Silberschwert für Monster und das typische Langschwert, normale Langschwert, muss ich jetzt einmal differenzieren. Das ist nämlich für Menschen.
Falls Leute sich fragen, warum wir hier zwei Schwerter haben. Und er? Er sagt, ich hab hier was für dich. Okay, und hier ist ein Händler, glaube ich. Oh, hier kann man noch mehr transferieren. Mach ich doch mal direkt. Weil wir brauchen hier unbedingt alles mögliche. Ich werde jetzt immer alles nehmen, damit ich das auch alles verkaufen kann. Wegen den neuen Rüstungen, die wir eventuell auch erhalten können. Und wer ist dieser mysteriöse Händler? Der sieht aus, als würde er etwas kiffen. Okay, dann zeig mal, was du hast. 14 bis 21. Ach du Scheiße. Der hat ja richtig gute Schwerter hier sogar. Solides Hexersilberschwert. Okay, nehme ich direkt. Und solides Entermesser. Heiliger Bimbam. Müssen wir uns kaufen. Aber der hat doch Rüstung. Rüstung plus 8. Ich glaube sogar, die Rüstung ist besser als unsere. 673 kostet die. Mist, ich habe nur noch 472 Orans. Einen Moment, ich muss mal kurz gucken. Solides Hexerschwert. Oh, schön. Dann ist ja unser altes, ist ja völlig... Das ist ja richtig schlecht. Das hat nur 8 bis 16 Damage. Und das solide Hexerschwert 12 bis 18. So, und unser Langschwert 8 bis 11. Und unsere Lederjacke hat plus 3 Rüstung. Ja, das ist schlecht natürlich. Okay, und jetzt können wir natürlich auch noch verkaufen. Das mache ich jetzt eben schnell. Ups. Da gibt es natürlich noch andere Tränke, die ich nicht unbedingt verkaufen will. Lumpen, Pechdraht und so weiter und so fort. Das ist einfach eigentlich alles Bullshit, kann man sagen. Heiliger Bimbam. Ah, nee, Schwalbe verkaufe ich auch nicht. Silbererz, Spitzhacke, Steinmedaillon, Teil des Mechanismus, Questgegenstand, kann ich aber nicht verkaufen. Sollte ich auch nicht verkaufen. Das ist gut. Und jetzt können wir uns normalerweise die Rüstung holen, ne? Shiadal-Rüstung. Oh ja, die ist deutlich stärker. Die muss ich holen. Okay, jetzt haben wir fast gar keine Orans mehr. Einmal kurz ausrüsten. Tada. Und schon haben wir eine neue Rüstung. Ja, die sieht natürlich viel, 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 viel besser aus. Spitze, okay. Und jetzt können wir theoretisch hier einen Schnitt ziehen. Ja, ich bedanke mich natürlich. Hier am Ende musste ich das ja natürlich hier storytechnisch definitiv auch mit der Rüstung machen. Denn das hat mir ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt. Weil das ja auch eigentlich ein bisschen dazugehört. Und ihr wisst ja, dieser Vernon Roche ist der Agent, der uns jedes Mal hilft. Falls sich irgendwelche fragen, wer das wirklich ist. Und ihr habt ja auch bestimmt gesehen, dass er ein bisschen sehr verbal aggressiv wirken kann. Und das hat auch natürlich Gründe mit sich, weil er natürlich als Kind Hurensohn genannt wurde. Ja, das habe ich eigentlich auch schon in den vorherigen Parts genannt, aber für die Leute, die es natürlich interessiert, das nochmal am Rande. Und wir sehen uns bei einem nächsten Part, bei dem Hexer, Geralt von Riva.